Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bananas Eats. Okay, oder Banana Eats. Okay, ich bin diesmal wieder keine Banane. So, wir müssen direkt gucken, wo der Kuchen liegt. Aber ich glaube, der liegt immer an der gleichen Stelle. Okay, hier ist das erste Rätsel. Da können wir... Okay, ich würde sagen, wir bleiben direkt hier, weil es sind ja nur noch 4 Sekunden, bis das Rätsel freigeschaltet ist. Und jetzt... Okay. Oh nein, jetzt muss das eine ganz oft drehen. So, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Minus 30 Sekunden, das ist natürlich nicht gut. Aber dafür haben wir das erste Rätsel gelöst. So, hier ist auch noch... Wo ist der Kuchen? Wo müssen wir den Kuchen ablegen? Hallo? Hallo Leute, wo müssen wir den Kuchen ablegen? Okay, da vorne, da vorne, da vorne. So, dann müssen wir hier... Ganz schnell abhauen. Da vorne ist der Zahlenpin. Okay, die erste Person wurde gegessen. So, 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 so. Okay, und geschafft. Sehr gut, das erste Rätsel ist schon mal hier gelöst. Oh, hier ist direkt das zweite. Sehr gut, dann können wir das nämlich direkt machen. Und gucken mal, ob wir hier noch ein Stück Kuchen finden. Und das zweite. Supi. Ist hier noch irgendwo ein Rätsel? Es sieht nicht so aus. Wir brauchen auch unbedingt die Zeit. Okay, hier ist schon mal ein Stück Kuchen. Das nehmen wir mit. So. Das heißt, wenn da vorne die Banane hingelaufen ist, können wir hier einfach in die Falle treten. Würde ich sagen. So, jetzt sind wir ein paar Sekunden. Okay, okay, okay. Ich habe zumindest ihr die Falle weggenommen. Das ist ja... Ah, schon mal viel wert. Nein, ich bin zu langsam. Oh yeah, ich habe es geschafft. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich habe einfach alle meine 3 Leben noch. Okay, aber selbst wenn ich ein Leben verliere, ist es ja nicht ganz so schlimm. So, mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Rätsel finden. Hier sind erstmal keine. Die Wand haben wir schon, genau. Wo ist die Banane? Okay, hier ist das letzte von den Rätseln. Das machen wir hier schnell auf. Damit sind wir jetzt von 4 von 5 Sachen, die wir fertig haben. Okay, sehr gut. Noch 1 Minute 30, das können wir auf jeden Fall schaffen. Hier vorne ist die Banane. Lass mich bloß weg, lass mich bloß weg. Das Rätsel ist auch fertig. Habt ihr die Zahlen schon? Nee, die haben die auch noch nicht gefunden. Okay, wo könnten bloß die Zahlen rumliegen? Ich suche jetzt alles nach den Zahlen ab. So, Zahlen, wo seid ihr? Hier sind sie nicht. Oh nein, die Banane sieht mich, die Banane sieht mich. Ich muss entkommen, ich muss entkommen, ich muss entkommen. Und... Okay, wir warten jetzt hier und ärgern noch ein bisschen die Banane. Wir würden es aber auf jeden Fall schaffen. Hallo Banane, wo bist du? Wo bleibst du? Ich dachte, du siehst mich. Hier hinten bin ich mit deinem Blümchen. Und weg bin ich. Ich habe überlebt. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, Level nach oben. Somit sind wir schon Level 8. Richtig, richtig gut. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, okay, okay. Das wird eine Runde Infektion. Und ihr wisst ja, Infektionen sind echt die schwierigsten Runden. Weil da auf einmal alle Bananen sind. Aber das Gute ist ja... Was wir letztes Mal hatten, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge erinnern könnt, die wir, wo wir es mit zusammen gespielt haben, oder ob ihr die überhaupt geguckt habt, da haben wir ja gesehen, dass die Bananen ein bisschen langsamer laufen, wenn sie infiziert sind. Das könnte auf jeden Fall unser Glück sein. So, die Banane ist da, die erste. Okay. So, die Frage ist nur, wo... Erste Licht ist an. Und das zweite auch. Hier drin ist schon mal... Nichts. Ich muss ganz leise sein. Obwohl, die Banane hört mich ja eh nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal rein und noch ein paar Rätsel machen. Mein Knopf findet es auch die ganze Zeit rot. Und das heißt ja immer, dass eine Banane in der Nähe ist.
Okay, ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen. Ich hoffe nur, sie hat mich nicht gesehen. Das haben wir auch, das haben wir auch. Dann hier das letzte Stückchen Kuchen. Okay, wir haben es zumindest schon mal da durchgeschafft. Ich hoffe nur, die Banane wartet jetzt hier nicht auf uns. Nein, 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 die Banane ist 100% hinter mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, erstmal hier raus, erstmal hier raus. Versuchen irgendwie abzuhauen. 5, 6, 5, okay. Ich schreibe das mal in den Chat. Okay. 5, 6, 5. So. Ich hoffe nur, dass jetzt alle sehen, dass das die Zahlen sind. Okay. 5, 6, 5. Hallo? Können wir jetzt in 4 Sekunden abhauen oder haben wir dann Pech? Ich glaube, die Zeit ist um. Du hast überlebt. Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Das zählt schon als gewonnen? Okay, sehr cool. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass wir dadurch auch gewonnen haben. Nur weil wir überlebt haben. Aber die Runde war echt auf jeden Fall ein bisschen leichter. Das letzte Mal, als wir Infektion gespielt haben, war es echt super, super schwierig. Okay, aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, so. Jetzt mal gucken, ob wir es nochmal schaffen abzuhauen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig krass, wenn wir es so oft schaffen abzuhauen. Es schreibt auch irgendwie niemand was in den Chat. Das ist immer ein bisschen doof. Aber okay, gar kein Problem. So, wir müssen nur mal gucken, wo werden jetzt hier wohl unsere Aufgaben sein. So. Ist hier irgendwo der Pin für den Boden? Nee, okay. Ich meine nicht für den Boden, sondern auf. Okay, das Stückchen Kuchen liegt. So, und ich glaube, ich bin jetzt weit genug weg von der Banane, aber irgendwie ist mein Ding hinten immer noch rot. Okay, jetzt langsam wird es weiß, sehr gut. Weil das hier hinten dran heißt ja immer, dass die Banane sehr, sehr nah ist. Okay, das hat sie fertig. So, mal gucken, ob wir das auch noch schneller hinkriegen. Okay, wir machen es schon zu zweit. Sehr gut. Hier liegen aber auch nirgendwo mehr Kuchen. Oh. Das war richtig super duper knapp. So. Zack, das haben wir auch. Dann nehmen wir das Stückchen Kuchen noch mit. Die Kuchen kommen nämlich hier hin. So, sehr gut. Hier ist nochmal ein bisschen Bananengeld. Gibt es hier noch irgendwo Kuchen? Also ich muss sagen, die Schule finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich finde hier nämlich auch gar keinen Kuchen. Okay, ist es irgendjemand auf einer Banane ausgerutscht? Nicht gut. So. Dann haben wir hier nochmal ein Stückchen Kuchen. Ich frage mich auch, ob das Bananenkuchen ist oder warum ist die Banane so, so sauer auf uns? So, das nächste Stück. Hier ist noch mein Bananentaler. Oh nein, ich habe mich auch so erschrocken. Oh, ich wollte da gar nicht reinlaufen. Ich habe mich total erschrocken. Okay. Lass mich bitte aus. Danke. So.
Hier sind auch noch mal ganz schön viele Bananen. Noch 2 Minuten. Okay, hier haben wir noch mal ein Stückchen Kuchen. Noch 1:54 müssen wir schaffen. Und dann haben wir auf jeden Fall überlebt. So, wir haben auch ganz schön viele Münzen. Überlebe 6 Mal. Okay, tägliche Quests. Sehe ich gerade da oben. 3 Mal haben wir schon geschafft. So, wo könnte denn noch ein Stückchen Kuchen sein? Wenn ich ein Kuchen wäre, wo würde ich mich dann verstecken? Okay. Flieh. Wir müssen jetzt hier raus, Aber es sieht gut aus. Die Banane kommt nicht zu uns. Mal gucken, ob sie gleich nochmal zu uns kommt. Wir müssen doch die Banane immer ärgern. Ihr kennt mich doch. Wir müssen die Banane die ganze... Wir können einfach durch die Bälle fliegen. Guck mal. Huhu. Wir sind... Okay, wir sind die letzte Person, glaube ich. Egal, wir hauen ab. Nicht, dass wir es noch riskieren. Und weg sind wir. Du hast überlebt. So, okay. Damit haben wir es jetzt schon wieder geschafft zu überleben. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir beenden heute die Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.